Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Es ist Zeit für eine neue Challenge und heute möchte ich 9 Tode sterben. Ich denke, das werden wir hinkriegen mit den 9 Toden. Guck mal, 9 Leben, dafür nur ein Herz. Und boah, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir in diesem Raum hier au. Ja, genau das hatte ich so im Gefühl, dass wir in diesem Raum schon sterben werden. So, jetzt muss ich nur noch geschickt diesem kleinen, psychopathisch hustenden, kreativen Köpfchen ausweichen. Und sehe dort unten in der Ecke. Ja, was sehe ich denn da? Was sehen meine entzündeten Augen? Bomben! Und kein Schlüssel, um in den Geldraum zu gehen. Und kein Geld, um in den Geldraum zu gehen. Und einpinkeln werden wir uns wahrscheinlich in diesem Spiel auch ziemlich oft. Weil mit nur einem Leben, also ich meine mit nur einem Herz und mit nur 9 Leben, ist nichts gut Kirschen. Na toll, eine Truhe, Dankeschön. Ist nichts gut Kirschen essen. Also ich habe zwar noch nie versucht, mit 9 Leben und einem Herz gut Kirschen zu essen, da ich als Mensch nur ein Herz habe und auch nur ein Leben, soweit ich weiß. Man weiß ja nicht so genau, was danach passiert. Kann ich nicht sagen, ob man damit gut Kirschen essen kann. Also ich kann auf keinen Fall gut Kirschen essen damit, denn ich bin gegen Kirschen allergisch. Oh, guck mal, Schlüssel. Dann heulen wir jetzt hier noch die Scheiße weg. Einfach ein bisschen sauber machen. Und hier unten finden wir das nicht aussprechbare. Naja, es gibt uns spektrale Tränen und einen wunderschönen Gesichtsausdruck, den man sich erstmal, ja, verinnerlichen muss. Jetzt geht doch mal weg, Feuer! Oh, Geld! Meins! Ja, hole ich mir jetzt noch ein Buch? Ich meine, wir haben jetzt da drüben die Möglichkeit, in den Bücherraum zu gehen. Manchmal findet man ganz tolle Sachen. Das Book of Revelations wäre zum Beispiel ganz toll. Hallo! Na, dann geben Sie mir halt wenigstens The Book of Belial. Was nicht schlecht ist, weil es uns einen Aggressivitätsbonus verleiht. Wenn uns ein Gegner irgendwas anhaben will, ne, dann rasten wir voll aus und drehen total am Rad. Und Katzen folgt uns, die Katze folgt uns. Das ist süß. Ach ja. Oh nein, the Duke of Flies. I got flies of steel, baby, flies of steel. Und das Buch wird eingesetzt. Ja, 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 jetzt blute ich dich beiseite. Mit meinen magischen Kräften, verpiss dich. Los. Hauen Sie ab, Mr. Duke of Flies. Ja, ja, Duke of Flies Forever war ein richtig mieser Titel. Damit haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert. Oh, oh, Silberherz, 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 Silberherz. Oh, fliegen, 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 fliegen. Gott sei Dank. Na toll, Mom's Coin Purse. Ah, toll, Mom's Coin Purse with a Teleportation Pill. Teleportationspille. Dankeschön, Pille. So, dann probieren wir mal eine andere. Was macht die hier? Lockdown, große Klasse. Was macht die hier? Pubertät. Ja, in die Pubertät. Wenn man in der Pubertät so einen Gesichtsausdruck hat, dann hat man in der Schule gut Glück. Oh no, Ball in die Fresse. Oh, Isaac, das tut mir so leid. Oh nein, 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 nicht die Bombe, 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 aua. Oh nein, 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 nein. Sag mal, was soll denn das hier? Das ist ein Anschlag auf mein Leben. Es sind Terroristen, ich wusste es. So, ein Schlüssel. Perfekt, weil den brauche ich, um da unten reinzukommen. Eine Spinni. Yeah, Quatschu. Der ist zwar ein bisschen langsam manchmal, aber 4 Schüsse sind immer noch besser als einer. Damit müsste man jetzt noch so einen gigantischen Tier-Speed-Up haben ohne Ende und dann so ohne Ende 4 Schüsse rausballern. Und dazu noch so ein paar alternative Kreaturen, die auch schießen und dann alles. Nein, nicht die Spinne. Nicht die Spinne, nicht die Spinne, nicht die Spinne. Ah, nicht die Spinne. Nein, Kruzifix, doch mal, ich mag die Spinne nicht. Gott, die sind fast so schlimm wie diese Hüpfhosen. Nur haben die hier, die Dinger hier noch Augen und überall sind immer Spinnennetze in ihrer Nähe und es verlangsamt einen dann auch noch ungemein. Und will ich da hin? Ja, ich will da hin. Vielleicht ist da ja was Nützliches drin. Wie zum Beispiel ein Herz und Geld, 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 Geld. Nein, 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 die sind ja noch widerwärtiger als die anderen Dinger, weil das Bewegungsmuster von denen kann ich gar nicht voraussehen. Da werde ich immer irgendwie getroffen. Also jetzt habe ich hier gerade mal ausnahmsweise. Hallo. Zielwasser, Isaac, Zielwasser, Zielwasser. Ja. Nee, falsch, links, oben, unten, rechts, geradeaus, beiseite, Schlüssel. Ah, schnell weg. Da opfere ich nicht mein Leben in diesem Raum dort unten. In dem Opferraum, in dem Opferraum. Das sollte man mal machen, wenn man mal einen von diesen Herzauffüllerräumen findet. Diese Geheimräume, die einem das Herz auffüllen und dann mal in so einen Spenderaum gehen und ohne Ende Leben spenden. Nein! So ein kleines grünes Nüppelchen, du blöder Spinnenspawner. Ich glaube, das Spinne. Ja, gib mir das ja. Ich kann das ja nicht einsammeln. Das ist ja ein silbernes Herz, was mir da fehlt, boah.
Hau uns auf. Boah, das hat wehgetan. Ich sag doch, die sind schlimm hier. Schlimmer als die hüpfenden Hosen. Ja, ja, gehen sie mal weg hier. Ja, kriegst Gott noch mal. Wow. Kann ich die auch mal treffen? Irgendwie ist das... Nee, ne? Ach, cool. Noch eine Teleportationsbille. Teleportationsbillception. Ich hab Geld. Ich könnte da oben reingehen. Ich traue mich und kriege dafür wenigstens einen Soul Heart. Hat sich ja voll gelohnt. Naja, das ist besser als gar nichts, ne? Dann da können wir schon mal ein paar Treffer mehr mit überleben. Ansonsten haben wir gleich eins von unserem neuen Leben weg. Ist ja nicht so, dass es mit Judas prinzipiell weniger hat, aber hier ist Isaac. Der hat nicht mal irgendwelche erhöhten Statuswerte. Nein, Gardy Junior! Muss das sein? Nein, 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 nein. Der bewegt sich dann ständig auf mich zu und dann macht er auch noch wieder und ich muss... Aua! Und gut, dass ich... Ja, aua. Gut, dass ich mir das passende Buch geholt habe. Oh, oh. Okay. Geschicktes Ausweichen. Au. Mhm. Das, meine Damen und Herren, ist geschicktes Ausweichen. Wer dieser komische Darmhaufen auf mich zu fliegt, habe ich doch aber immerhin bewiesen, dass ich, ja, das kann man doch mal, das war nicht schlecht. Oh, ja, den Toten mich mit. Gehe ich in den Dämonenraum? Gehe ich in den Dämonenraum? Soll ich in den Dämonenraum gehen? Soll ich in den Dämonenraum? Soll ich da rein? Ich gehe da rein. Hey, Moment mal. Ich könnte jetzt ja komplett mein Leben opfern. Ja. Ich könnte jetzt komplett mein Leben opfern. Und dann... Ich meine, das ist ja nur ein Leben. Und dann hätte ich die Möglichkeit... ich glaube, das machen wir mal. Wenn das Feuer dann endlich mal Bock hat, auszugehen. Ja, dann nehme ich erstmal das hier mit. Hä, jetzt habe ich gar keine Herzen mehr. Hä? Ja, ich habe jetzt gar... Ich sehe auch wunderschön aus. Und dann nehme ich einfach das noch mit, sterbe und dann haben wir das wenigstens intus. Ja, guck doch mal. Jetzt können wir, wenn wir nur noch ein halbes Herz haben, sind wir super aggressiv. Und, ansonsten fliegen wir. Das ist schon mal ein erheblicher Vorteil. Damit könnten wir es eventuell schaffen. Wir könnten es schaffen, meine Damen und Herren. Two girls, one boy. Ekelerregend. Kranke Kinderpornos mit Ankacken und Tod und Zerstörung. Ja, Anarchisten-Kochbuch. Ich bin stolz auf dich. Geh weg, lasst mich. Ach, ihr habt doch eh keine... ihr habt doch eh keine Chance, wollte ich gerade sagen. Hauen wir den kleinen Zombies hier voll in die Fräse. Ja gut, der Vierfachschuss hat schon Vorteile, ne? Man trifft den Gegner auf dem anderen Gebiet auch noch so seitwärts. Not schlecht, not schlecht. Nein, nicht in die Fliegenköppe. Oh. Ich würde auch weinen, wenn mir aus sämtlichen Körperöffnungen an meinem Kopf, möchte ich mal nebenbei gesagt haben, irgendwelche toten Fliegen fliegen. Aber ich würde sie nicht auf andere Leute spucken. Und schon gar nicht, wenn sie brutal und aggressiv sind. Ich mich lieber selber umbringen. Nein, 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 nein. Oh Gott, weich aus. Vorsichtig, aber nicht zu schnell, sonst fliegen sie zu schnell hinterher. Ah, langsam, langsam, da ist eine. Überlebt. Ja, ich würde sagen, kloppen wir gleich den nächsten weg. Aus Chat. Na, Chat. Da gehen wir mal chatten hier mit dem Lieblingsbuch von mir, damit wir ein bisschen mehr Damage machen. Wow. Ach, ich kann mir auch einfach auf dem Stein bleiben. Kommt her. Ja, komm her. Ja, komm her, Chabi, Chab, Chab. Chabi, Chabi, Chab, Chab. Komm her. Lass dich treffen, Male. Komm her, komm. Hier, Streifschuss. Ach Gott, mit dem Vielfachschuss treffen wir wenigstens. Oh nein, das sind ja diese punktierten Fliegen. Da können wir uns nicht verstecken. Nein, 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 nein. Gleich ist er tot, aber wir sind da. Oh, das sieht aber, das war knapp hier. Das sieht auch nicht gut aus. Oh, Vorsicht. Er wird immer kleiner und aggressiver dann. Kleiner psychopathischer Mini-Chat. Oh, kriegen wir von dem nicht Mini-Chat? Der Kleine, der uns hinterherfliegt und uns ab und zu Herzen gibt. Wow, Vorsicht. Ja, oh, ist Mini-Chat, Little-Chat. Was ist süß. Yay, klein Knubsi-Bubsi. Und noch mehr Anhängsel, die uns hinterherfliegen. Hier ist eine Blume. Magst du die haben? Oh, Scheiße. Boah, das ist so brutal. Was soll man mit Isaac hier machen? Ich meine, der hat einen Schaden fürs Leben. Ja, nee, dann mein Herz schenke ich dir nicht. Du kriegst nicht mein Herz. Ich gebe... Nein, nein, oh Gott. Oh, verdammt. Vorsicht. Warum hat es mich getroffen? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Oh, wenn die mich jetzt töten, dann reg ich mich voll auf. Oh, ich muss da durch. Ich muss irgendwie aus der Ecke raus. Oh Gott. Wow. Schnell. Nein.
Und jetzt noch die Fliege. Gott, was für ein Stress, Mann. In den Geldraum gehe ich lieber noch nicht. Ich pinkel mich lieber ein. Wenigstens haben wir ja jetzt unseren Imba-Status. Weil wir ja das Item vorher eingesammelt haben. Es ist schon nett. Also dafür hat es sich gelohnt. Ein Leben. Ah, war das knapp. Ein Leben jetzt. Oh, da unten durch, da unten durch, da unten durch. Ja, macht mir ruhig die Türen auf. Habe ich kein Problem mit. Jetzt noch den da vernichten. Unser Buch können wir auch wieder einsetzen. Nein, das sind die Abonnenten. Ich kann mich ja verstecken. Gott sei Dank können wir fliegen. Gut, dass ich die spektralen Tränen habe und fliegen kann. Eigentlich ist das ein ganz guter Run so. Ist nur die Frage, ob wir das überleben. Und ich sage einfach schon mal so als Prognose. Nein, selbst wenn wir lebenserweiternde Items bekommen, ist es so, dass wenn wir sterben, wieder nur mit einem Herz starten. Ach, auch nichts Gutes. Das Buch der 7 Todsünden. Nee, danke. Dann nehme ich doch lieber mein Belial-Buch. Voll genial. Oh nein, 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 ein Spinnenspawner. Ich mag die Spinnenspawner, nicht die Spinnen nehmen. Die Spinnenseide und dumme Gedanken, wirres Zeug. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe auch so einen Spinnenspawner in meinem Kopf. Und der spinnt dann auch irgendwelche merkwürdigen Gedanken, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ausweichen, vorsichtig. Langsam, oh, da zur Seite. Du mich auch. Ja. Ich spreche ihre Sprache. Warum greift ihr mich an? Wir sprechen die gleiche Sprache. Wow. Oh, danke schön. Ich hätte nie gedacht, an der Stelle zu gucken. Yay, was ist das? Ein Streichholz. Was macht das Streichholz? Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal mit. Vielleicht bemerke ich ja irgendeinen Effekt. Dann gehe ich jetzt mal da lang. Hui. Nein, 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 nein. Gott, gut, die sind ja wenigstens noch gestunt hier. Ey, wenn... Oh mein Gott, was ist, wenn ein ganzer Raum von denen auftaucht? Was ist, wenn ein ganzer Raum von denen auftaucht? Heilige Scheibendreckskacke. Oh nein, nein, nein. Ach so, kann ich sie auch treffen. Wenn ganz viele davon auftauchen, sind wir so gut wie tot. Und dann können wir den Raum nochmal machen, bis wir wieder tot sind. Und dann können wir den Raum nochmal machen, bis wir wieder tot, bis wir wieder tot sind. Und dann können wir diesen Raum wieder und wieder machen. Immer wieder, bis in die Unendlichkeit. Und ich habe keinen Schalüssel. Au, vielleicht. Ich habe jetzt schon so eine Vermutung. Ich muss mich nur gerade konzentrieren. Dann erzähle ich euch die Vermutung, die ich habe. Geht jetzt mal weg hier. Ich heule euch beiseite, aber sowas von. ich habe ja diesen Geheimraum da unten drunter gefunden. Meistens sind diese Geheimräume nebeneinander. Was ist denn hier los? Aua. Hier, Book of Velian und, oh. The Necronomicon has appeared in the basement. Der Tod. Muss ich nur noch ihn besiegen hier? Ah, die Spieleentwickler greifen mich höchstpersönlich an. Das finde ich aber nicht nett. Verschwindet. Also ich habe, wollte sagen, ich habe die Vermutung, wenn ich keine Schlüssel finde, dass ich den Geheimraum eventuell neben dem Goldraum finden könnte. Wenn ich kann immer sterben, wenn ich den Geheimraum neben dem Goldraum wirklich haben sollte, kommen wir wieder rein, ohne eine Schlüssel zu finden. Aber erstmal muss ich, hallo, kannst du mal sterben, kleiner Mann? Stirb doch mal. Ich hätte es gerne, dass sie tot sind. Dankeschön. Eine Hand. Ja, nehme ich jetzt die Hand mit? Ich weiß es nicht. Gucken wir erst einmal hier. Nein, da ist kein Geheimraum. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dort oben ein Geheimraum ist. Ob ich die Hand hätte mitnehmen sollen, was die Hand wohl macht? Keine Ahnung. Ah, geh bloß weg. Ich will mein Geld nicht an dir verschwenden. Ich will nur da drüben schnell in den Goldraum. Dankeschön. Ah, oh, das hat sich ja voll gelohnt. Ey, Teleportationskram. Ey, klasse. Ey, es braucht keine Sau, Mann. Bitte, lieber Scheißhaufen, gib mir jetzt wenigstens irgendwas, wofür sich's gelohnt. Hallo. Boah. Okay, naja. Das kann jetzt Jahre dauern hier. Ich will die Scheißhäufchen weghaben. Manchmal, ne, da ist das Ding sofort weg und dann dauert's ewig. Hallo. Ich bin ungeduldig. Ich weiß. Aber ich will den Raum hier sauber haben. Spektraltränen sauber. Überall soll salzige, aufgelöste... ja. Das ist vielleicht ein bisschen eklig, wenn man sich das vorstellt. Was ist denn das? The Wretched. Was ist das denn für eine Kreatur? Was zum Henker? Der ist ja schlimmer als sein Kumpel. Der spuckt ja nur Spinnen und dann auch noch diese anderen Hübschspinnen und dann... Boah, was wollen die von... Au. Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr? Oh, nee, jetzt habe ich mich selber eingekesselt. What a horrible night. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Ja, lass mich. Lass mich. Oh Gott, der ist mit wenigen Schüssen tot, aber trotzdem. Oh, wenn ich dann mal mit diesem Vielfachschuss irgendwas treffen würde, würde ich mich ja schon so viel besser fühlen. Ah, schnell.